Viele von euch haben sich bestimmt schon mal gefragt, wird gerade gegen mich ermittelt? Bin ich angezeigt worden? Wird mein Telefon abgehört? Werde ich observiert? Und wenn das so ist, muss ich dann von der Polizei informiert werden, dass ein Strafverfahren gegen mich läuft? Und wenn nicht, bekommt ein Anwalt das vielleicht raus? Erstmal führt nicht jede Anzeige automatisch zu einem Strafverfahren. Wenn der Polizist überhaupt keinen Anfangsverdacht einer Straftat sieht, weil der Vorwurf so verrückt ist oder das, was ihr gemacht haben sollt, einfach erlaubt ist, wird gar kein Verfahren eingeleitet. Beispielsweise wurde mal jemand angezeigt, weil er an Karneval mit einer Horrorclown-Maske halb verdeckt an der Straße stand. Der Nachbar meinte, er würde Autofahrer erschrecken wollen, hatte aber bis auf die Maske nichts gesehen, was das gestützt hätte. Das war natürlich nicht mal ein Anfangsverdacht wert. Und es gab schon gar kein förmliches Strafverfahren. Wenn ihr jetzt aber tatsächlich was gemacht habt, muss euch das mitgeteilt werden? Klare Antwort, erstmal nicht. Alles passiert schön verdeckt hinter eurem Rücken. Ist doch auch klar, die Polizei will ja keine schlafenden Hunde wecken. Und wenn ihr wüsstet, dass gegen euch ermittelt wird oder dass ihr observiert werdet, dann würdet ihr euch doch darauf einstellen. Ganz normal. Erstmal werdet ihr also über nichts informiert. Ihr habt es rausgehört. Erstmal. Denn nach § 163 der Strafprozessordnung seid ihr spätestens nach Abschluss der Ermittlungen zu vernehmen. Außer euer Strafverfahren wird hinter eurem Rücken eingestellt. Dann erfahrt ihr gar nichts. Es kann also sein, dass ihr schon ein paar Mal, zum Beispiel wegen BTM-Ticken, angezeigt wurdet, aber davon nichts mitbekommen habt, weil das Ermittlungsverfahren auch so eingestellt wurde. Eigentlich eine krasse Sache. Wer wüsste nicht gerne, dass er mal im Fadenkreuz stand, oder? Wie ist das jetzt bei Observation oder einer Telefonüberwachung? Hier sagt § 101 Absatz 4 der StPO ganz klar, dass man jedenfalls nach Abschluss der Maßnahmen informiert werden muss. Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn die Polizei noch ermittelt und man Angst hat, dass ihr nach dem Hinweis Beweise verschwinden lassen könntet. Dann hat die Polizei noch eine Gnadenfrist von 12 Monaten, bis sie euch informieren muss. Das gilt übrigens auch, wenn beispielsweise euer Kollege überwacht wurde und ihr nur zufällig mit ins Fadenkreuz geraten seid, das aber erheblich. Auch dann müsst ihr informiert werden, dass man euch beobachtet oder eure Gespräche belauscht hat, außer man weiß nicht, wer ihr seid. Ihr seht, in der Regel werdet ihr, wenn überhaupt, erst sehr spät darüber informiert, ob ein Strafverfahren läuft, ihr observiert oder sogar abgehört wurdet. Und was ist jetzt, wenn ihr euch einen Anwalt nehmt? Bekommt der früher was raus? Manchmal. Man kann als Anwalt ein Schreiben mit eurem Namen, dem Geburtsdatum und einer Vollmacht ans entsprechende Polizeipräsidium schicken und um Mitteilung des Aktenzeichens bitten bzw. Akten an sich beantragen. Manchmal bekommt man dann ein Schreiben mit eurem polizeilichen Aktenzeichen zurück und mit dem Hinweis, dass Akteneinsicht nur durch die Staatsanwaltschaft gewährt wird. Dann weiß man auf der einen Seite zwar, dass gegen einen gerade ermittelt wird, auf der anderen Seite hat man allerdings schlafende Hunde geweckt. Denn normalerweise würde man ja nicht so aus dem Nichts heraus nachfragen, ob gegen einen zufällig ein Strafverfahren geführt wird. Das muss man gegeneinander abwägen. Ob ihr observiert oder abgehört werdet, wird aber jedenfalls auch dem Anwalt nicht mitgeteilt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke, lasst uns ein Like da und besucht uns auf Insta und Facebook, immer unter demselben Namen, Ärger mit dem Gesetz. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt stabil.